Okay, gehen wir weiter. Als nächstes steht auf unserer Liste die Fakultät für Maschinenwesen. Wo wir gerade hier an einem Parkplatz vorbeilaufen, wollte ich kurz erwähnen, da ist ein Parkplatz. Allerdings, wenn du tatsächlich planst, mit einem Auto oder einem vergleichbaren Fahrzeug hier zum Campus zu kommen, würde ich dir empfehlen, den größeren Parkplatz weiter im Westen des Campus zu benutzen. Zum einen hast du dort deutlich bessere Chancen, tatsächlich auch einen Platz zu ergattern. Und außerdem kostet dieser Parkplatz 50 Cent Gebühr pro Tag, während der andere kostenlos ist. Wie du vielleicht bemerkt hast, wir sind wieder an der U-Bahn-Station, wo wir angefangen haben. Das, die Fakultät für Maschinenwesen, liegt weiter hier die Straße hinauf. Hier rechts ist das Tentomax. Das sind zwei Vorlesungssäle in Zeltform, die als Ersatz für die beiden großen Vorlesungssäle im MW-Gebäude stehen, weil diese gerade renoviert werden. Und hier direkt hinter mir ist auch die besagte Fakultät für Maschinenwesen. Und wieder einmal hast du die Möglichkeit, dir dieses Gebäude auch von innen anzuschauen. In dem Fall klick hier. Wenn du weiter mit mir über den Campus gehen willst, dann klick hier hin. Wenn du weiter mich anschauen willst, dann klick nirgendwo hin. Aber das Video wird nicht mehr lange laufen. Das heißt, du hast nicht mehr lange die Chance dazu. Tschüssi!